Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe eine Gästin heute hier im Podcast, mit der habe ich vor rund 2 Wochen schon mal zusammengesessen und wir fanden das so gut, dass wir das Ganze nochmal aufnehmen wollten. Hallo Dorette. Hallo André, genau so war's. Nein, es war in der Tat, war das ein klasse Podcast, aber leider hat uns die Tonspur in irgendeiner Art und Weise verlassen. Also ich könnte mich selber hören, aber deine Antworten müsste ich mir dann ausdenken. Die waren irgendwie plötzlich nicht mehr da und deshalb machen wir das Ganze nochmal. Dorette, du warst kürzlich schon bei uns auf dem Fintech Triple auf der Bühne. Auf der einen Seite haben wir eine Diskussion geführt mit 2 Kollegen über das ganze Thema, wie geht's weiter mit Blockchain-basierten, DLT-basierten Lösungen im Bankenumfeld, im Finanzdienstleistungsumfeld, wo ihr natürlich eine wichtige Rolle spielt als Cashlink. Und du warst auf der Bühne und hast einen Preis entgegengenommen. Das soll der Bogen sein, dass du vielleicht mal ein bisschen was zu dir sagst und auch zu dem Unternehmen, nämlich Cashlink, bei dem du eine der Mitgründerinnen bist. Und over to you, ein bisschen zu dir, zu Dorette. Sehr gerne, genau. Also erstmal haben wir uns sehr über den Award gefreut, als Blockchain-Fintech des Jahres da ausgezeichnet zu werden. Insofern vielen Dank da nochmal an die Jury und alle, die für uns gewotet haben, an uns glauben. Wer bin ich? Wer ist Cashlink? Was ist Cashlink? Also ich bin Dorette Daume, COO, CFO bei Cashlink, Geschäftsführung zusammen mit Michael und Lars, den beiden Gründern von Cashlink und für alles verantwortlich. Ja, im Finance-Operations-Bereich, die ganzen regulatorischen Themen auch. Insofern, ja, relativ breit aufgestellt. Vom Background her bin ich Wirtschaftsprüferin und habe bei KPMG vor langer, langer Zeit meine Karriere mal gestartet. Damals auch im Financial-Services-Bereich, Audit, habe dort große Banken und Börsen geprüft. Insofern da so ein bisschen den, ich sag mal, Prozess, regulatorischen und Finance-Background her. Das war in Deutschland und in der Schweiz. Bin dann nach knapp 10 Jahren bei KPMG ausgestiegen und bin dann in die Fintech-Welt eingestiegen. Damals bei Neon, ein Fintech-Startup in der Schweiz, so ein bisschen ähnlich wie N26, nur für den Schweizer Markt, sprich Banking, Account, also Payments und Kreditkarte, all die Dinge, die dazugehören. War dort auch die Finance-Compliance-Person, habe zusammen mit den Gründern das Unternehmen von Anfang an mit aufgebaut. Und bin dann beruflich zurückgegangen nach Frankfurt, führen mit der Standard Chartered Bank, die im Rahmen von Brexit ihren EU-Hub von London nach Frankfurt verlegt hat, habe dort die Finance-Abteilung mit aufgebaut und habe dann für mich aber gemerkt, die Fintech-Welt ist doch eher meine und kannte Michael und Lars über das Fintech-Netzwerk ja schon länger und wir sind immer im Kontakt geblieben und ich fand super spannend, was Cashlink gemacht hat und mit dem Pivot und dem Thema zu Wertpapieren und was dann alles so kam, kam dann auch mein Einstieg 2020. Insofern seit 3,5 Jahren bin ich jetzt in der Rolle. Was macht Cashlink? Und ganz kurz, du bist sozusagen so Grenzgängerin, ne? Zwischen den Welten, wenn man genau. Das so sagen will, ne? Oder sagen kann. Also Wirtschaftsprüfung auf der einen Seite, also Konzern, KPMG kann man glaube ich auch als Konzern bezeichnen, oder? Ja, also ist sicherlich anders als jetzt vielleicht ein deutscher Bankkonzern, aber so als Professional Services Firm weltweit, global, riesengroß, definitiv anders als die Fintech-Welt. Ja, und dann halt Fintech. Und sag mal, warum bist du nicht bei Neon geblieben? Weil die gibt's ja noch, ne? Also die sind, glaube ich, auch relativ erfolgreich für die Schweiz, oder? Gab's so viel, also, wolltest du mal was anderes machen oder gab's einen Grund? Es war so eine Mischung aus privaten und beruflichen Gründen. Ich war ja damals in Zürich in der Schweiz und dann ja gab's eigentlich mal auf der privaten Seite mit den Eltern ein paar Gründe, warum ich gesagt habe, komm, jetzt ist auch mal wieder zurück nach Frankfurt ganz gut. Und gerade vor Corona war ja so ein Split zwischen Ländern an verschiedenen Standorten und so noch nicht so üblich. Und gerade bei einem Startup ist es ja vielleicht auch gut, wenn alle am Anfang noch ein bisschen vor Ort sind. Also zumindest war es ja früher noch so. Dann hatte sich die berufliche Chance bei der Standard Chartered zu einem Zeitpunkt ergeben, wo auch das mit dem Privaten ganz gut gepasst hat. Deswegen war dann der Sprung in diese Welt. Plus, ich sag mal, die Internationalität, die eine Standard Chartered mit sich bringt und auch, ich sag mal, die spannende Rolle, eine Bank auch nochmal irgendwie mit aufzubauen in natürlich einem gewissen Corporate-Umfeld, fand ich jetzt auch nicht uninteressant. Ich glaube, du wolltest nur an die Anfield Road. Du bist ja auch Fußballfan. Wahrscheinlich wolltest du nur an die Anfield Road, weil die sind da, glaube ich, Trikotsponsor bei Liverpool, oder? Genau, natürlich. das war mein Ziel, dass dann irgendwann ich Liverpool gegen die Eintracht dort sehe. Ja, okay, verstanden. Aber dann bist du sozusagen nach Frankfurt und da bist du den beiden wieder begegnet. Du wolltest gerade schon zu Cashlink kommen und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo die Kollegen da gerade waren, weil Cashlink kennen wir möglicherweise auch schon ein bisschen länger.
angefangen als Peer-to-Peer-Payment bei ganz am Anfang, dann Tokenisierung von Wertpapieren, Tokenisierung von Fonds und jetzt ja noch viel, viel mehr. Wann bist du eingestiegen? Also in welcher Phase? Vielleicht kannst du das mit einfließen lassen in die Cashlink-Historie, was ihr tut. Absolut. Also wann bin ich eingestiegen? Es war so, ich sag mal, kurz nach dem Pivot, wo man sich dem Thema Blockchain-Technologie und Tokenisierung als solches zugewandt hat, aber an dem Punkt von, ich sag mal, Startup-Beteiligung zu Wertpapieren aller Art, mit dann einem Jahr später auch noch gewisser Gesetzgebung. Aber wie du sagtest, also Cashlink gibt es selbst seit 2016 bereits, damals Peer-to-Peer-Payment-Startup, hier absolute Tech-Gründer von der Uni heraus mit gewissen Sicherheitsalgorithmen etc. Und dann mit gewissen regulatorischen Veränderungen, auch die das ganze Geschäftsmodell nicht mehr so attraktiv gemacht haben, sich dann damals dann überlegt, was wollen wir jetzt machen? Und sich dann dem Thema Blockchain angenommen und den Möglichkeiten, die diese Technologie als solche bietet, einzusetzen, auch weiterhin in der regulierten Welt. Also angefangen haben sie dann mit Startup-Beteiligungen in Genussrechtsform, um es Unternehmen, und ich meine, Cashlink ist ja auch ein Venture-Capital-finanziertes Unternehmen, was ja mit gewissen Komplexitäten auch einhergeht, ne? Also ich meine, jeder, der das schon mal gemacht hat, so eine Finanzierungsrunde, weiß, wie viel da dran hängt. Und das sollte einfacher gemacht werden in Form von Security-Token, tokenisierten Genussrechten. Das war dann die Grundlage eigentlich für die Software, die dann weiterentwickelt wurde, um daraus das Business zu machen, was wir jetzt sind. Wir sind einer der in Deutschland führenden Fintech-Unternehmen für die Infrastruktur von Tokenisierung von Vermögenswerten und Wertpapieren und nutzen die Blockchain-Technologie, um die vollständig digitale Ausgabe von Wertpapieren wie Anleihen, Zertifikaten etc. zu ermöglichen und sind seit November 2021 auch eins der vorläufig lizenzierten Unternehmen als Krypto-Wertpapier-Registerführer. 2021, für die, die es nicht wissen, was ist da passiert, das elektronische Wertpapiergesetz kam auf den Markt und damit eben diese neue Finanzdienstleistung. Und es hat einfach sehr gut zu uns gepasst, weil quasi das, was wir gemacht haben, nochmal auf einen ganz anderen regulatorischen Layer gehoben wurde. Und ich bin ein Jahr davor bei Cashlink eingestiegen, habe quasi diesen gesamten Weg dann aber da auch mit betreut. Und kümmere mich jetzt eben, wie gesagt, um die regulatorischen Themen. Und jetzt können wir eben die gesamte Wertschöpfungskette abbilden an der Stelle für die Tokenisierung von Wertpapieren, der Emission und dann dem Management danach. Und so können eben die verschiedenen Akteure, die in diesen Bereich einsteigen wollen, unsere Software eben nutzen und davon profitieren mit all dem, was dann da dazugehört in der Zukunft. Kosteneinsparung, Geschwindigkeit, Wegfall von Intermediären. Und so weiter. Aber da ging mir sicherlich ja genau, lass darüber gleich nochmal so ein bisschen sprechen. Warst du so ein bisschen so die, wie soll ich das sagen, die erwachsene Person plötzlich in dieser Runde? Also warst du diejenige, die, wie soll ich das sagen, das Regulatorische auf der einen Seite und so ein bisschen Prozesse in so einen Laden hat reinbringen können? Also war das deine Aufgabe, als du dazu gekommen bist? Ja, also erwachsen hört sich jetzt vielleicht so an, als hätten Michael und Lars das nicht vorher schon super gut gemacht, ne? Du weißt, ich glaube, du weißt, was ich meine. Du hast gerade ganz bewusst gesagt, von der Uni kommende Techies, die dann plötzlich in so ein reguliertes Umfeld mehr oder weniger reinrutschen. Bisher bei Fintech immer relativ schnell, aber ihr seid ja wirklich super reguliert, also nicht super reguliert, aber in noch Bereiche rein, wo du nicht nur so dran kratzt, sondern wirklich, wo euer Geschäftsmodell ja auch sehr stark auf Regulation, auf Regulierung aufsetzt. Und da brauchst du ja schon andere Skills als Techies, die von der Uni kommen. Das meine ich ein bisschen mit Erwachsenen für das Geschäftsmodell. Ja, genau. Also ja, ich würde auch sagen, wir sind in der Regulierung mittendrin, nicht nur dabei. Sagen wir mal so, ich würde sagen, wir haben uns einfach sehr gut ergänzt. Also ich bin die BWLerin jetzt auf irgendwie Geschäftsführerebene, neben den eher tech-orientierten Personen, die aber auch, ich sag mal, ja auch eine Mischung, ne, Wirtschaftsingenieur etc., Wirtschaftsinformatik da studiert haben, habe aber sicherlich einen anderen beruflichen Background, einfach dadurch, dass ich dann ja schon im zweistelligen Jahresbereich ja dann auch schon woanders gearbeitet habe und da dass die Erfahrungen im Bereich von Management, Company-Aufbau, aber auch Prozessen und den regulatorischen Themen damit einbringen konnte. Und somit hat sich das, glaube ich, einfach super gut ergänzt. Michael und Lars waren natürlich auch schon vorher regulierte Bereiche gewohnt. Ich meine, auch Payments ist ja kein unregulierter Bereich. Das heißt, die ganzen Themen KYC und
all sowas, was dazugehört, um irgendwie ein paar da zu nennen, waren durchaus bewusst und haben sich die beiden ja auch schon super viel mit beschäftigt. Also schon klar, nur ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also das eine ist ja, dass du sagst, okay, ich bin im regulierten Bereich unterwegs und nutze Teile wie KYC und möglicherweise AML und sowas, aber eher so am Rande, so um meine Dienstleistung zu erbringen. Aber das, was ihr ja tut, ist ja in der Tat auch ein reguliertes Institut zu sein. Und das hat ja eine andere Folge auch für ein Unternehmen, was du halt aufbaust. Ne? Du musst ja ganz andere Prozesse schaffen und du musst ganz andere, naja, auch Aufsicht im Unternehmen schaffen für dich selber. Also das meine ich ein bisschen damit. Absolut. Also ich meine, wir haben jetzt Abteilungen, die hatten wir vorher nicht. Ne? Genau. Also wir haben eine Compliance-Funktion, wir haben eine Risikomanagement-Funktion. Wir müssen uns über Outsourcing Gedanken machen. Es kann nicht irgendwie jeder Developer sagen, ich lade mir mal dieses Ding hier runter und probiere es aus. Ne? Also absolut, das war ein Mindset-Change im gesamten Unternehmen, der von uns dreien, sage ich mal, natürlich geführt und eingeleitet wurde. Und sag mal, natürlich gucken vielleicht auf 3-4 Sachen mehr Leute bei mir mehr noch rein, ne? Aber absolut, wie du sagst. Also wir sind auf jeden Fall erwachsener geworden, haben uns als Organisation unheimlich weiterentwickelt in dieser Zeit. Und ja, so soll es jetzt weitergehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was ihr tut. Also ihr seid eine Infrastruktur und ihr seid ein Wertpapier-Registerführer, ein Lizenzierter. Ihr seid Infrastruktur für die tokenisierte Wertpapierwelt und andere Assets-Welt. Aber beschreibt nochmal so ein bisschen, was ihr macht. Also für wen tut ihr das? Was sind so eure typischen Kunden, für die ihr Dinge umsetzt? Also was macht ihr da? Ja, also wir haben im Prinzip zwei Zielgruppen. Die eine ist die, in der wir, sage ich mal, jetzt auch gerade aktiver sind und wo der aktuell sogar auch aus unserer Sicht erstmal für den Moment der größere Use Case ist. Das ist der, ich sag mal, Alternative Assets Bereich, privater Kapitalmarkt und ja, Vermögenswerte, die bisher nicht so als Wertpapier investierbar waren. Das sind in der Regel Financial Entrepreneure, so nennen wir diese Gruppe High Level. Sprich, die Akteure, die Digital Asset Plattform aufbauen möchten oder bereits aktuell Investment Plattform haben, aber auf alter Infrastruktur, also nicht tokenisiert, in der Regel dann über, ich sag mal, Vermögensanlagen, Nachrangdarlehen, eher, ich sag mal, sperrigere Finanzinstrumente, die dann auf die Tokenisierung, Lösung oder Infrastruktur wechseln. Gib mal kurz ein Beispiel, Doret, damit wir uns das vorstellen können. Also was meinst du damit? Also Financial Entrepreneure, was bringen die auf ihre Plattform? Was sind das für Assets? Ja, das sind in der Regel alternative Assets, also zum Beispiel Windparks, Solaranlagen, können aber auch, ich sag mal, Immobilien sein oder ähnliches. Also ich meine, es gibt ja dann noch die abstrusensten, nenne ich sie mal, Vermögenswerte. Wir sind eher dann da doch in dem, auch Infrastrukturbereich kann man ja vielleicht nennen, ne? Mit eben zum Beispiel Solarparks. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel die Vivin GmbH aus Mainz. Das ist eine Nachhaltigkeitsplattform oder eine Plattform für Nachhaltigkeitsinvestments, eher so. Sprich, wo man sich an Solarparks oder Windanlagen in der Nähe rund um Mainz, Rheinhessen, Rheinland-Pfalz beteiligen kann. Die machen aber auch, ich sag mal, nachhaltige Immobilienprojekte, Sanierungen oder ähnliches. Und auch, ich sag mal, eine Tomorrow Bank hat darüber mal einen STO gemacht. Die kennt man vielleicht noch gerade, ne, aus Hamburg kommend. Und die haben in der Vergangenheit, bevor sie mit Cashlink zusammengearbeitet haben, das als klassische Vermögensanlage gemacht. Und jetzt kann man das eben als Kryptowertpapier oder Wertpapier sui generis machen. Und mit welchem Vorteil? Also wenn man es vorher schon konnte, ist ja immer die Frage, why andere Technik? Also was ist sozusagen der Mehrwert für die Plattform oder der Mehrwert für den Kunden? Also der Mehrwert für die Plattform ist, dass es alles einfacher ist, skalierbar ist und kostengünstiger. Für die Investierenden ist es die Möglichkeit, sich von diesem Wertpapier auch wieder trennen zu können. Aus einer Vermögensanlage kommt man nicht raus vor der Laufzeit. Ein Wertpapier kann ich aber einfach übertragen. Und perspektivisch dann auch Zweitmarktmöglichkeiten, die es jetzt aktuell noch nicht gibt. Aber zum einen für die Plattform ist es interessant, die Emittenten, die sich darüber refinanzieren, ist es interessant. Und die Investoren im Zweifel auch am Ende dann an Handelsmöglichkeiten auch noch teilzunehmen. Das ist aber wirklich eher Zukunftsmusik. Aber was du gerade sagst, ist handelbarer oder verkaufbarer, wenn ich das gerade mich an einem Windpark beteiligt habe und ich bekomme das als tokenisiertes Asset von euch und habe dann im Grunde genommen, wo auch immer, dann meine 5 Anteile an dem Windpark. Wie kriege ich die denn verkauft? Also ich meine, ich kann ja immer Anteile irgendwie auch an so etwas verkaufen, aber wie kriege ich die leichter verkauft? Hast du auch noch einen Marktplatz dabei oder wo sind die dann handelbar?
Aktuell gibt es noch keinen Marktplatz als solches. Momentan ist es dann auch in einem, ich sag mal, einer Absprache wie: Hallo André, schön dich mal wiederzusehen. Ich habe da diesen coolen Windpark, ich will mir jetzt aber gerade eine Küche kaufen, ich bräuchte die 5.000 Euro wieder, die ich da investiert habe. Hast du vielleicht Lust darauf? Und du sagst: Ah ja, Windparks wollte ich schon immer mal machen. Und dann kann ich es dir quasi übertragen. Ne? Wir einigen uns, du schickst mir 5.000 Euro, ich schicke dir meine Token im Wert von 5.000 Euro. Und dann die wird ich wo das, halte momentan? In irgendeiner Wallet oder wo halte ich die? In einer Wallet würdest du die halten, genau. Du musst dich dann eben so registrieren, KYC'en, also ne, sagen, wer du bist und dann eben die Wallet-Adresse, auf die du es übertragen haben möchtest, angeben und dann bist du mit der Wallet verknüpft und dann kann ich das an dich senden. Und das machen die Leute heute schon? Also seht ihr das? Also das dann auch, kriegst du das mit, wenn Tokens ausgetauscht werden oder seid ihr dann aus dem Spiel raus? Wir sehen das, weil wir müssen es ja quasi nachtragen und es, ich sag mal, alles, was auf der Blockchain passiert, ist ja auch publicly viewable, sorry, öffentlich einsehbar, dieses Englisch, sorry. Wir sind aber als solche nicht beteiligt, also wir betreiben keinen Marktplatz. Mhm. Aber ihr seht es und die Kunden müssen sich auch nicht bei euch KYC'en, sondern müssen sich dann bei Weavin KYC'en oder wo müssen sie sich KYC'en? Das passiert bei Weavin, genau. Und wenn es aber ein Kryptowertpapier ist, dann müssen auch wir die KYC'en, aber da gibt es ja KYC-Sharing-Agreements, also die müssen nicht zwei KYCs machen, die Person. Aber okay, also beide müssen dann KYC'd sein, damit du halt auch weißt, okay, das eine, der Token für die Küche, in Anführungszeichen, also ich verkaufe einen Token am Windpark für meine Küche, bleiben wir bei dem Beispiel, der wechselt dann die Wallet und das tragt ihr nach bei euch und ist es dann das, was man auch unter Krypto-Wertpapier-Registerführer meint? Also ist das genau das, dass sozusagen dann ihr führt das Register über das Wertpapier und auch die Eigner, sozusagen die Inhaber des jeweiligen Wertpapiers, ja? Also genau, die Rolle des Krypto-Wertpapier-Registerführers ist bei der, ich sag mal, erstmaligen Emission relevant, weil das Wertpapier muss ja erstmal entstehen und das entsteht durch die Niederlegung und die erstmalige Eintragung in ein Krypto-Wertpapier-Register, sprich bei der Emission. Und wenn dann Übertragungen stattfinden, müssen wir diese Übertragungen auch mitführen. Und dann ist die Übertragung rechtens oder wie sagt man, rechtmäßig. Also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Grundbuch. Das Grundbuch muss ja auch Übertragung der Immobilie von Person 1 auf Person 2 durchführen und eintragen. Erst dann gilt die Immobilie als übertragen. Wobei dafür immer noch ein notarieller Vertrag notwendig ist. Was ist, wenn ich jetzt den Token, verkaufe ich dir den Token für die Küche oder andersrum? Mir egal. Müssen wir noch irgendwo einen Nachweis erbringen oder reicht wirklich auch der Nachweis, dass der Token übertragen wurde? Also das Nachweis, oder ich weiß nicht, ob man es Nachweis nennen kann, aber ich als aktuelle Inhaberin des Wertpapiers, die es an dich übertragen möchte, erteile eine Weisung, dass dieses Wertpapier an dich übertragen werden soll. Und dann geschieht dies, ich nenne es mal jetzt einfach rein automatisch, und dann ploppt das bei dir auf und Cashlink im Hintergrund schreibt das um. Also aber die Weisung ist ja vorher. Aber du hast keinen Vertrag oder sowas irgendwo liegen. Also du musst nicht sozusagen einen notariellen Vertrag noch irgendwo dazu ablegen. Es braucht keinen notariellen Vertrag, nein. Okay, also das meinte ich gerade mit dem Grundbuch, ne? Was ein bisschen so der Vergleich ist, okay. Absolut. Also das ist nicht, also es war nicht eins zu eins der Vergleich. Ich wollte nur so ein bisschen in die reale Welt. Und das heißt also, ihr macht auf der einen Seite, erstellt ihr die Tokens für neue Wertpapiere, ihr seid dafür, für die Übertragung seid ihr daran beteiligt. Das heißt, da übernehmt ihr ein paar regulatorische Aufgaben. Aber das macht ihr. Also ihr macht Software auf der einen Seite und ihr habt eine Lizenz, die das Ganze ermöglicht. Richtig verstanden? Genau. Und jetzt hast du das beschrieben für alternative Assets. Wo geht es für dich im besten Fall irgendwann hin? Also wenn man auf die nächsten 5 Jahre, auf die nächsten 10 Jahre guckt, wo wollt ihr dann hin? Was wollt ihr sein? Ja, also ich meine, 5 bis 10 Jahre ist immer so ein Zeitraum, ne, wo man so, ich meine, je nachdem. Das hört sich immer lang an und letztendlich ist es dann doch wieder geringer, wenn du zurück überlegst, ne. Überleg, wo du 2019 warst, kurz vor Corona, wahrscheinlich da, wo du heute ungefähr bist, ne. Also so örtlich und ihr habt ganz viele Sachen gemacht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne. Ja. Also manchmal ist es dann doch nicht so weit weg. Nee, also absolut. Manchmal geht es dann schneller, als man denkt, absolut. Nur manchmal sind die Prognosen, wenn man ausgeht, da vielleicht, dass gewisse Rahmenbedingungen oder Marktentwicklungen schneller passieren, vielleicht gerade in unserem Bereich. Ja. Der Teil fällt mir schwer, ne? Also das einzuschätzen. Weil ich glaube, wenn man vor 10 Jahren darüber gesprochen hat, hätte man gedacht, man ist 2023 vielleicht doch schon ein bisschen weiter mit Tokenisierung und Blockchain-basierten Kapitalmarkt. Deswegen, das ist das, wo ich sage, da fällt es mir so ein bisschen schwer. Aber ich sag mal, wo geht die Reise hin, beziehungsweise was sehen wir oder was ist die zweite Gruppe, die ich ja vorhin schon
sagte, wir haben noch eine zweite Gruppe, an die wir denken. Und das, glaube ich, ist da ganz schön auf der Zeitleiste zu sehen. Also die erste Gruppe, wo wir jetzt zuerst drüber gesprochen haben, das ist im Jetzt, das passiert schon. Da passieren Emissionen, da passieren Übertragungen. Da ist eine Frage, wann und wie entwickelt sich ein Zweitmarkt regulatorisch. Und die zweite Gruppe ist die, die zeitlich etwas später kommt aus unserer Sicht. Und das ist die der traditionellen Finanzwelt, ne? Um sie jetzt mal super groß zu machen. Und die kann man ja dann auch noch runterbrechen. Wer ist vielleicht früher, wer ist später? Da sind sicherlich die kleinen Finanzinstitute wahrscheinlich eher etwas schneller und früher dran als vielleicht ein großes Haus, weil ein großes Haus länger braucht. Aber das ist die zweite Gruppe, die wir anschauen und die aus unserer Sicht dann den öffentlichen Kapitalmarkt auch verändern wird. Und die dann perspektivisch auch unsere Infrastruktur oder diese Art von Infrastruktur, das muss ja nicht unsere sein. Schön wäre es, wenn es unsere ist, aber you never know, die dann diese nutzen. Sprich, alles, was man jetzt schon, sage ich mal, so kennt als Privatperson, kaufe meine Anleihe, Aktie perspektivisch, ne, mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz ist die Aktie jetzt ja auch möglich, Blockchain-basiert zu begeben, kann diese dann auch von einer Siemens oder Mercedes, ne, oder welches Unternehmen auch immer das dann perspektivisch vielleicht nutzen wird. Aber das ist dann, sage ich mal, die zweite Gruppe, die zeitlich nachgelagert kommt. Und dann, wer wäre dann der Kunde? Also ist es dann eine Siemens, die einen Bond rausgibt, oder ist es möglicherweise Daimler, die ihre Aktien tokenisiert rausgeben wollen? Also wer ist dann euer Kunde? Sind es die Unternehmen oder sind es die Börsen oder wie auch immer? Es sind dann eher die, ich sag mal, klassischen... Oder die Banken, die sozusagen für die jeweiligen Unternehmen diese Dinge strukturieren und rausgeben. Ja, perspektivisch auf jeden Fall erstmal die. Also ich sprich mal diese Unternehmen, die jetzt schon Emissionen betreuen und dabei die Corporate-Welt unterstützen. Also das heißt, so jemand wie mein Arbeitgeber, eine DWS, die halt einen Bond auflegt für eine Siemens, die es heute ganz normal im klassischen Weg macht, sind ein typischer Kunde für euch und nicht, lass mal beim Siemens bleiben, weil ich glaube, die haben schon mal einen rausgebracht, glaube ich. War das Siemens oder was? Bosch, einer von den beiden war es, glaube ich. Das, ne? War Siemens zusammen mit Haug. Ne? Ja. Genau. Dann ist nicht Siemens der Kunde, Siemens ist nur der indirekte Kunde, sondern der Emittent des jeweiligen Papiers oder des jeweiligen Bonds oder was auch immer. Das ist der Kunde von euch und eure Infrastruktur wird genutzt, eure Software wird genutzt. Und müsst ihr dann auch immer der Wertpapierregisterführer im Hintergrund sein oder glaubst du, dass es in Zukunft auch Banken selber sind? Also es gibt ja bisher 11 vorläufig registrierte Kryptowertpapierregisterführer. Da ist sicherlich die Frage, was wird aus diesen 11 und wie viele kommen noch dazu? Bisher würde ich sagen, gibt es noch nicht so viele, die sich aktiv um jetzt wir sind ja im Grandfathering. Wenn man sich jetzt überlegt, ich will das machen, dann startet man ja bei Null und muss dann durchs gesamte Verfahren, bevor man überhaupt aktiv werden kann. Insofern wird das auch nochmal dauern, bis andere Registerführer auf den Markt kommen, wenn sie denn kommen. Ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Bewegungen und sicherlich gibt es ganz große Häuser, wie vielleicht eine Deutsche Bank, Deutsche Börse, ne? Also ich will jetzt niemanden nennen, weil ich weiß nichts. Nicht, dass es nachher heißt und hier werden Gerüchte gestreut. Aber große Häuser werden sicherlich wahrscheinlich sich eher dafür interessieren, die selber zu holen und kleinere aus unserer Sicht vermutlich nicht. Und was ist denn das Pendant heute zum Wertpapierregisterführer? Wer tut das heute? Also wer von den 11 hat möglicherweise schon in der Vergangenheit etwas getan, was sehr ähnlich ist? Oder bei wem erwartest du es auf jeden Fall, weil er das heute schon eigentlich das Pendant in der klassischen Welt macht? Also wer ist euer traditioneller Wettbewerber? Ja, also das Pendant heute ist im Prinzip eigentlich ein Monopol mit der Clearstream als Zentralverwahrer, bei denen ein Wertpapier eingebucht werden muss, die das Dokument, das dann beurkundet ist etc., in ihren Safe legen und dann über Girosammelverwahrung etc. dann in die Depotbanken einbuchen. Insofern ist es eigentlich mal der klassische, traditionelle Konkurrent und hört sich jetzt schon etwas vielleicht hochgestochen an, ne? Aber es ist eine Clearstream, weil darüber momentan Wertpapiere begeben werden. Mhm. Insofern, genau. Und perspektivisch könnte es vielleicht auch interessant sein, für Depotbanken sowas auch selber zu machen oder eben die großen Häuser, die großen Emittenten bei Emissionen auch mit betreuen. Und dann ist natürlich immer die Frage, make or buy, ne? Also die Technik, kriegen Sie die Technologie selber hin, nutzen Sie dafür jemand anderen und oder wollen Sie überhaupt auch die Lizenz selber haben oder nutzen wieder jemand anderen. Und wenn es denn in der Zukunft, also jetzt momentan ist es mit dem CSD Clearstream ja wahrscheinlich relativ leicht, sich einfach auch die Systeme sich immer anzudocken, weil du nur einen hast. Wenn du jetzt in der Zukunft mehrere Wertpapierregisterführer hast, mehrere Tokenisierer hast, wie muss sich der Markt verändern,
dass das trotzdem, es kommt ja, geht ja um liquide Marktplätze, die connected sind in beide Richtungen. Was muss passieren, damit das wirklich dann auch wahr wird, was du gerade beschrieben hast, dass ihr halt nicht nur alternative Assets darauf habt, sondern wirklich auch mehr und mehr klassische Assets halt Blockchain-basiert und dann auch in dem elektronischen Wertpapierregister führen könnt? Also wie muss sich der Markt entwickeln? Ja, also zum einen ist das natürlich auch einer unserer Ziele, so viel Konnektivität wie möglich zu so vielen Playern wie möglich herzustellen, damit wir ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ähnlich so das Herz oder der Hintergrund, die Infrastruktur hinter allem sind. Aber grundsätzlich ist, sage ich mal, Interoperabilität auch dazwischen den Registerführern sicherlich hilfreich, dass dann da nicht jeder seiner eigenen Technik irgendwie um die Ecke kommt. Aber ich sag mal, da ist das gleiche Ziel, Konnektivität herstellen. Und das kann man über verschiedene Wege machen. Entweder indem man versucht, so viele wie möglich Emittenten anzuschließen, um so viel wie möglich Assets auf seinem Register zu haben, oder so viel wie möglich Distributionskanäle anzuschließen, um so viel wie möglich Vertriebsmöglichkeiten zu haben. Mhm. Und idealerweise geht man beides an, um beides sich so an der Attraktivität her auch, sage ich mal, nach oben zu schaukeln im weiteren Sinne, weil ich sage mal, für einen Emittenten ist es interessant, super viele Distributionskanäle für seine Finanzierungsmöglichkeit zu haben, und für einen Distributor ist es super interessant, viele interessante Assets zu haben, die die investierenden Personen, die da dran sind, ja anbieten zu können. Glaubst du, dass dann in der Zukunft Emittenten von bestimmten Wertpapieren mit verschiedenen Wertpapierregisterführern zusammenarbeiten werden? Also dass sie dann an verschiedenen Stellen listen werden, oder macht das gar keinen Sinn? Also reicht es immer bei einem, das Ganze gelistet zu haben? Ich glaube, das ist die Frage. Die Frage der Fragen, die ich auch also jetzt nicht beantworten kann. Wir hoffen, dass natürlich die meisten sich uns anschließen oder Unternehmen unsere Infrastruktur nutzen, deren Emittenten dann darüber gehen. Okay, verstanden. Und noch eine Frage, die in die gleiche Richtung geht. Glaubst du, dass es irgendwann eine Chain ist, oder hat jeder Wertpapierregisterführer seine eigene Chain? Also wir betreiben ja auch nicht unsere eigene Chain. Wir nutzen Public Permissionless Blockchains, sodass jedes, also es muss einfach EVM-kompatibel sein. Das ist unsere Anforderung sozusagen. Und das ist aus unserer Sicht auch die Zukunft. Also jeder seine eigene Chain kann man auch machen. Ja. Aber dann wird die Interoperabilität schon wieder schwieriger, ne? Genau, dann wird Interoperabilität schon wieder schwieriger. Dann braucht auch jeder, ist halt auch die Frage, welchen Wallet-Anbieter man am Ende hat, ne? Wo verwahren die Leute das? Kann man dann irgendwie, also welchen Anbieter auch immer, oder Selbstverwahrung, dann braucht man nachher 100 Wallets, ne? Das ist auch die Frage, findet der Investor das am Ende dann so geil? Insofern, da ist aus unserer Sicht der Weg Public Permissionless Blockchains der Weg, der am meisten Interoperabilität, ach, dieses Wort. Das ist ein Scheißwort. Ja, irgendwie garantiert oder zumindest. Interop, kann man sagen, verstehen wir dich. Ja, okay, Interop. Diese Abkürzung jetzt bei. Und sag mal, welche Chain benutzt ihr? Also kannst du es sagen? Ja, wir nutzen Ethereum und Polygon. Okay, also beides, und das überlasst ihr dann dem Emittenten oder gebt ihr was vor? Ja, also das ist Entscheidung des Emittenten und oder der Plattform, die vielleicht das ihren Emittenten ja auch empfiehlt, aus Kostengründen, und es kommt dann natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele Token will ich begeben, wie viele investierende Personen werde ich haben, ist Polygon sicherlich aktuell etwas attraktiver. Momentan immer noch, ne? Ja, genau. Also ich meine, Ethereum hatte schon ganz andere Hochzeiten, da war das dann richtig teuer, auf Ethereum zu begeben. Auch dann kann man immer noch Ethereum machen. Aber wer zahlt denn das dann eigentlich? Zahlt das der Käufer oder wer zahlt die Gas-Fees sozusagen im Hintergrund? Also wer übernimmt das? Also wir haben das vertraglich so geregelt, dass wir sie zunächst einmal zahlen, wir als technischer Dienstleister, weil es ja bei uns auch erstmal anfällt, und wir stellen das dann der Plattform in Rechnung. Plattform heißt der Distributor oder was ist die Plattform? Ja, genau, der Vertriebskanal sozusagen. Okay. Und dann ist es deren Entscheidung, ob sie es weiter berechnen. Jetzt muss man sagen, bei Polygon sind die Kosten so gering, das lohnt sich für mich fast noch nicht mal, das weiter zu berechnen. Deswegen, das ist ja das Attraktive an der Sache, ne? Also, dass das so günstig dann ablaufen kann, dass man darüber dann im Zweifel gar nicht sprechen muss, ne? Wenn das teurer wird, dann ist mein natürlich unser technologischer Anspruch, dass wir dafür sorgen, dass man das möglichst auch wieder runterbringt, ne? Also dann evaluieren wir eventuell andere Blockchains oder sonstige Mechanismen bei Smart Contract Design oder es gibt ja unterschiedliche Stellschrauben, an die man ansetzen kann, um Gas Fees runterzubekommen. Und das ist dann auch unsere Aufgabe mit. Wir würden das entsprechend managen. Wenn wir aber halt merken, ja, das gibt jetzt keine gute Alternative oder so, dann würden wir irgendwann auch anfangen. Das ist vertraglich festgelegt, würden wir in Rechnung stellen. Okay. Wir sind gerade schon so ein bisschen in Richtung Business Case und wie ihr Geld verdient
abgebogen. Aber bevor wir das machen, machen wir kurz ein Spiel. Du kannst ein bisschen durchatmen, indem du spielst mit mir. Und dann gehen wir nachher nochmal darauf ein, womit ihr Geld verdient, wie ihr Geld verdient, wo es auch möglicherweise noch hingeht. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen über Wettbewerb reden. Gar nicht so sehr über Clearstream, die haben wir jetzt gerade schon gestriffen, sondern möglicherweise auch, wer sonst noch so unterwegs ist. Also wer sonst noch so ein Tokenisierungsplattform und Wertpapierregisterführer ist. Aber vorher spielen wir ein Spiel. Ja. Hörerinnen und Hörer kennen das in Teilen schon, weil ich es immer wieder mal spiele. Ich habe es ein paar Mal vergessen. Auch in unserer ersten Aufnahme, die wir ja schon vor 2 Wochen ungefähr hatten, haben wir es auch vergessen. Aber jetzt will ich es nicht wieder vergessen. Und wir spielen einfach dieses Spiel, wo du sehr schnell, sehr einfach, eigentlich nur ein Wort immer antworten musst. Und wir fangen mal mit der Einstiegsfrage an. Hund oder Katze? Hund. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Entrepreneur, für den Moment. Konzern oder Startup? Ähnlich, Startup, für den Moment. Planen oder machen? Ah, ich glaube planen. Slack oder Jira? Slack. BaFin oder SEC? BaFin. EZB oder Fed? EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Habeck, I don't know. Giro oder Debit? Debit. Debit oder Credit? Debit. Bar zahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen? Nächstes Taxi nehmen. Ich fahre fast nie Taxi. Kannst du es auch auf alles? Ich war gestern am Bahnhof und bin dann auch aus dem Laden wieder rausgelaufen, als ich hörte, ab 10 Euro. Ja. Tap oder Swipe? Tap. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. PayPal oder Überweisung? PayPal. Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder aktiv? Kommt drauf an. Aktiv. Fonds oder Aktie? Fonds. Bitcoin oder Altcoin? Bitcoin. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder SeFi? Ich komme aus der SeFi-Welt. Die kann ich mir irgendwie besser vorstellen. Wahrscheinlich SeFi für den Moment. Und ich bin offen für DeFi. HODL oder Zocken? Zocken? VC oder Kredit? Das finde ich, kommt auch drauf an, ne? VC. Frankfurt oder Berlin? Frankfurt. Zürich oder Frankfurt? Zürich. Zürich oder London? Zürich. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Oder muss ich sagen UBS oder Neobank? Ich weiß auch, was eine Sparkasse ist, kein Problem. Ja, Neobank. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neo Broker? Neo Broker. Neo Broker oder Wallet? Aktuell versus Zukunft. Also ich würde sagen aktuell Neo Broker, Zukunft Wallet. Robo oder Selbstentscheider? Ach, da kommt es auch auf die Person drauf an, aber es geht um mich, ne? Mhm. Gerne Selbstentscheider, wenn es geht. Scalable oder Trade Republic? Ach, das ist fies, weil ich beide kenne. Trade Republic. Bison oder Bitpanda? Bison. Thelen oder Klöckner? Du stellst Fragen. Egal. Egal, ja. Darf ich Revolut das sagen? Oder, klar. Ja. Revolut oder N26? Ich muss sagen, bin von beiden nicht der größte Fan. Wahrscheinlich N26 oder Tomorrow? Tomorrow. Rad oder Auto? Rad. Rad oder Bahn? Rad, wenn es geht. Vorne links oder hinten rechts? Beim Auto? Vorne links oder hinten rechts? Vorne links. Tesla oder VW? VW. VW oder Audi? VW. Handelsblatt oder Züricher? Handelsblatt. Handelsblatt oder BTC Echo? Wahrscheinlich Handelsblatt. Gar kein Geld oder strategischer Investor? Strategischer Investor. Habt ihr ja schon. Bei ja. Rot oder bei Gelb? Auch beim Autofahren oder Gelb. Also ich fahre nicht bei Rot. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot? Ach, okay, wir sind politisch. Okay.
möchte ich nicht beantworten. Buy now, pay later oder Kreditkarte? Kreditkarte. PayPal oder Kreditkarte? PayPal. Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Hafer. Hafer oder Soja? Hafer. Papier oder iPad? Ah, Papier. E-Mail oder SMS? Ach, kommt drauf an, oder? SMS. Text oder Sprachnachricht? Ich hasse Sprachnachrichten, Text. Du bist noch viel jünger als ich, aber ich bin genauso. Ich höre sie von meinen Kindern auch niemals ab. Ich höre sie dann schon ab, aber ich bin ein Fan von... Ich habe auf meinem Telefon 939 nicht abgehörte Voice-Nachrichten. Okay, ich sende dir nie eine ab, keine Sorge. Ich rufe mal zurück, ich bin ganz brav, aber ja. Ich höre sie nicht ab. Office oder Google? Google funktioniert. Twitter oder besser gesagt X oder Threads? Nutze ich beides nicht, weiß ich nicht, egal. Insta oder Facebook? Insta. Google oder Apple? Kommt jetzt in Bezug auf Wasser, ne? Also irgendwie Apple. Deutsche Börse oder Coinbase? Kommt, ja. Also ich würde aktuell, glaube ich, Deutsche Börse wählen, perspektivisch. Schauen wir mal. Stablecoin oder CBDCs? Stablecoin. Vielen Dank. Schwierige Fragen, André. Das ist das Spiel. Ich weiß nicht, dass ich mich positionieren muss. Habe ich hoffentlich jetzt nicht. Nee, aber ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt ja den Podcast von Alles Gesagt, von der Zeit. Und dort spielen die das auch immer wieder. Und die Fragen von Jochen Wegner dort sind immer noch viel härter. Da kommen dann solche Fragen wie Putin oder Trump. Ja. Kann man nicht beantworten, ne? Nee, sowas möchte man nicht beantworten. Und man hat lange Zeit wahrscheinlich Putin gesagt. Ja. 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 Vor vielleicht. Einem gewissen Datum wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. Lass mal über das Thema nochmal sprechen, wie ihr Geld verdient. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid eine Infrastruktur, ihr seid aber auch reguliert. Was stellt ihr euren Kunden in Rechnung? Also was ist das, was ihr monetarisiert? Ja, das sind verschiedene Dinge. Also zum einen ist das Ganze ja, wir sind ja auch als Software-as-a-Service-Unternehmen aufgestellt. Mhm. Das heißt, die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, ist entweder API-basiert, kann das ein Kunde bei sich anschließen oder auch unsere Frontends nutzen. Unabhängig davon, ne, welches Pricing und wie man das technisch am Ende löst, fällt dadurch eine, ich sag mal, initiale Softwaregebühr an für die Bereitstellung des Ganzen und dann eine laufende für die Softwarepflege, Nutzung und diese Dinge. Sprich, das sind dann monatliche Abrechnungen, die dann dazu kommen. Und dann gibt es noch die Gebühren, die sich auf die Emissionen selber und die Registerführung dann beziehen. Sprich, eine, nennen wir es mal Emissionsgebühr. Ich meine, Gebühr ist immer so ein Wort, das man ja eher in der so öffentlichen Welt vielleicht anordnet. Deswegen, daran will ich mich jetzt nicht festhalten, aber dass man das vielleicht einfach, nennen wir es einfach so. Das hängt dann davon ab, wie viel Volumen platziert worden ist und dann für die laufende Registerführung noch pro Jahr eine Registerführungsgebühr, sodass man es wie Assets under Registry nennen kann. Das kumuliert sich dann. Das heißt, es ist schon abhängig davon, wie viel Volumen drüber läuft. Also nicht einfach nur, wie viel API-Calls, sondern auch wirklich, wie viel... Ja, im Grunde genommen, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen AOM-basiert, also so wie halt genau. Auch ganz oft ja. Im Asset Management oder halt irgendwie in solchen Umfeldern ja. Gearbeitet wird, okay? Ja. Und heute macht ihr relativ viele, wenn man auch auf die Webseite guckt, relativ viele Proof of Concepts, ne? Ich glaube, ihr wollt einfach zeigen, was geht und ich glaube, das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Da ist es wahrscheinlich anders, ne? Da werdet ihr wahrscheinlich eher so auf so einer, keine Ahnung, Contractor-Basis oder sowas preisen, oder? Ja, genau. Also ich meine, zum einen sind die Fees auch davon abhängig, hat jemand eine hohe Anzahl von Emissionen, aber vielleicht einen kleinvolumigen Bereich oder irgendwie wenig Emissionen in einem hochvolumigen Bereich, ne, dann hängen, das ist nicht mal die Basispunkte etc., unterscheiden sich da dann jeweils auch. Da sind wir sicherlich noch ein bisschen am Testen und das muss auch zu unserem Counterpart passen. Und genau, es hängt dann bei POCs, läuft es sicherlich anders ab. Das sind dann eher, ich sag mal, All-In. Das hört sich jetzt so blöd an, ne? Aber so ein Fixpreis oder vielleicht ein stundenbasierter Preis, je nachdem, wenn vielleicht auch noch Beratungsthemen drumherum kommen, das ist unabhängig von dem, ich sag mal, Standard unserem Geschäftsmodell entsprechenden Preis. Jetzt seid ihr ja reguliert oder werdet wahrscheinlich auch noch weiter reguliert werden und da will die BaFin ja auch von euch immer Geschäftspläne sehen. Mhm. Wann seid ihr Break-Even? Oder seid ihr schon?
Oder nee, sagen wir jetzt schon? noch nicht Break-Even. Ich glaube, da können wir ganz offen sein. Wenn die BaFin heute zuhört, wird die auch sonst sagen, das stimmt aber nicht. Insofern, genau, nee, wir sind noch nicht Break-Even. Wir planen den Break-Even in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Okay, also das heißt, dann mussten halt auch aus dem Proof of Concepts wirklich richtige Modelle werden und dann gehst du davon aus, dass bis dahin entweder noch viel, viel mehr alternative Assets tokenisiert werden oder gehst du davon aus, dass dann auch schon die klassische Welt skalierend auf euch arbeitet? Ich denke, das ist gerade der so Punkt, wo es so anfängt, ineinander überzugreifen oder sich da anzunähern. Bis dahin ist es sicherlich eher noch der Alternative Private Capital Markets Bereich, in dem aber, ich meine, den kennt man ja gar nicht so oft oder der auch wahnsinnig hohe Volumina beinhaltet. Insofern, man darf den gar nicht unterschätzen, diesen Bereich des Kapitalmarkts. Und dann fangen die Öffentlichen an. Ich glaube, das ist dann gerade so der Wendepunkt. Aber genau, das ist so ungefähr der Plan. Es werden vor allem die Volumina sein, ne? Also Anzahl der Personen und dann aber die damit einhergehenden Volumina. Anzahl der Personen? Das heißt also Anzahl der Personen? Also Kunden, ja. Okay. Ich meine nicht investierende Personen, sondern... Nee, also aber ihr verkauft irgendwie auch nicht nach Platz oder sowas, ne? Dass nein. Also weißt du, was ich meine, ne? Also sozusagen, ja. Dass ihr sagt, okay, so und so viele Mitarbeiter bei dem Emittenten arbeiten damit und deshalb habt ihr Desks oder sowas? Nein. Das habt ihr nicht, ne? Nee. Das war ungünstig ausgedrückt. Ich versuche mal irgendwie genderneutrales Wording zu verwenden und dann ist immer Kunde halt ein nicht genderneutrales Wort. Ja. Deswegen habe ich Personen gesagt, aber es sollte nicht verwirren. Okay. Und sag mal, wie viele Leute seid ihr heute bei Cashlink? Ich meine, wir sprechen gerade über Profitabilität und es hat ja auch mal was zu tun, was du für eine Burnrate hast. Wie viele Leute seid ihr heute? Wir sind gut 30 Personen. Okay. Und Mix aus Tech und Compliance und Sales, Drittel, oder? Genau, wie ist also ich würde sagen, knappe Hälfte ist Tech und dann haben wir die andere Hälfte ist, was wir, sag ich mal, komplett zusammenfassen unter Business. Also alles, was nicht Tech ist, ist Business, aber der unterteilt sich dann eben in einen Teil Compliance, Risikomanagement, die, ich sag mal, Banking Operations, das ist natürlich kein Banking, was wir machen, aber die Regulatory Operations, um jetzt vielleicht allgemein zu nennen, und dann Sales, Marketing, Business Development. Wobei wahrscheinlich bei euch ja relativ viel auch Tech-Sales ist und wahrscheinlich du teilweise auch Techies durch die Gegend schicken musst, ne? Was immer wehtut aus der Vergangenheit, weiß ich das. Ja, also wobei, ich meine, wir haben einfach richtig gute Sales- und Dev-Personen, die schon auch tech-affin sind, die Techies versuchen wir eigentlich nicht an die Front zu schicken. Hört sich jetzt irgendwie kriegerisch an, so meine ich es nicht. Sondern wir versuchen eigentlich schon die technischen Fragen auch vorher schon abzudecken und dann erst, wenn es vielleicht um tatsächliche API-Integration etc. geht. Aber selbst das wird eher übers Produkt, also Product, abgehandelt, als dass jetzt wirklich Developer da mit dabei sind. Okay. Also nicht, weil wir sie jetzt sondern aber einfach, weil... Okay, funktioniert. Verstanden. Und sag mal, wenn du jetzt mal auf Wettbewerb guckst, ne, wir haben gerade schon über den klassischen Wettbewerb gesprochen und haben die Clearstream genannt, also deutsche Börse-Umfeld. Was ist denn in dem Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, also eher Startup oder eher Tech-Unternehmen, wer entsteht denn da gerade? Also wer macht das Gleiche wie ihr oder wer versucht, sich in die gleiche Richtung zu entwickeln? Ja, ich glaube, das ist das Interessante und gleichzeitig aber auch Undurchsichtige so ein bisschen in dem Bereich, in dem wir sind. Es gibt ja ich hatte es ja eingangs oder vorher schon gesagt, 11 vorläufig registrierte Kryptowertpapierregisterführer. Die sind aber alle relativ unterschiedlich. Also es gibt, ich würde mal sagen, so 2, 3 sind vielleicht ähnlich uns aufgestellt und alle anderen sind wirklich relativ anders aufgestellt, sodass wir gar nicht, dass man jetzt irgendwie gar nicht sagen kann, gegen die konkurrieren wir jetzt wirklich hart. Die haben einfach einen anderen Approach oder Ansatz, um das Thema Kryptowertpapierregisterführung an den Markt zu bringen oder in den Markt zu tragen. Weil wenn man jetzt mal sich anschaut, was das für Unternehmen sind, das ist eine Deka, es ist eine Hauck, das sind keine Konkurrenten von uns, weil die einfach anderes Marktstanding haben, anderes Unternehmen sind, anders das Thema Kryptowertpapierregisterführung umsetzen. Dazu sollte man sicherlich mit Deka und Hauck sprechen. Und die machen das in der Regel auch für sich selber nur, ne? Also die machen sozusagen so für in sich, ne? Ja, genau. Und dann hat man aber eben eine Nuala oder ein Tengeni, die dem, was wir machen, sicherlich ähnlicher sind. Und da ist aber, ich meine, generell würden wir bei allem immer sagen, Konkurrenz, dafür ist der Markt zu klein und perspektivisch zu groß, als dass man jetzt schon von Konkurrenz ist. Es ist gut, wenn wir gemeinsam den Markt groß machen und dann wird sich das
ja, wird man später schauen, was daraus wird. Aber ich sag mal, die sind vielleicht uns noch ähnlicher als sie. Und ist es ein deutscher Markt oder ist es ein internationaler Markt? Oder ist es gerade durch Deutschland definiert, weil wir gesetzmäßig weiter sind als ein paar andere Länder? Also das Thema Kryptowertpapierregisterführung ist sicherlich ein deutsches Thema, weil das als solches kennt man im Ausland nicht, im europäischen Ausland oder ähnliches. Dass natürlich sowas wie Security Token und Tokenisierung ist ein weltweites Thema, ne? Und da ist so ein bisschen die Frage oder das Spannende oder die Frage, ich weiß gerade nicht, wie ich es formulieren soll, was wird daraus? Ne? Also Regulatorik ist halt in dem Bereich, in dem wir sind, super wichtig. Und Wertpapierregulatorik ist immer noch auch relativ national. Die Technologie ist aber international. Und dann gibt es ja auch noch europäische Entwicklungen, die das Thema Krypto- und Blockchain-Regulierung als solches auch noch mit beeinflusst. Ne? Da kann man ja MiCA, DLT Pilot Regime oder sonstiges nennen. Und dann aber auch die Bemühungen in den USA, wo dann die Frage ist, was macht jetzt die SEC mit Krypto eigentlich? Was passiert in Asien? Also deswegen ist es ein sehr fluktuativ, es ist ein sich sehr stark, schnell dynamisches Umfeld, was sich da jetzt weiterentwickelt. Aber das Thema Kryptowertpapierregisterführung ist ein deutsches. Und zu diesem Thema konkurrieren wir sicherlich in Deutschland, weil man in ein nach deutschem Recht begebenes Wertpapier darüber spricht. Ja. Und glaubst du, dass es euch hilft, dass es ein deutsches Thema ist? Also hilft es euch für eure skalierende Infrastruktur, für euer Business weltweit, dass ihr gerade in Deutschland schon so viel auch Regulatorik machen könnt, aber auch müsst? Verstehst du die Frage? Also ist es eher eine Hürde oder ist es eher ein Enabler auch für zukünftigen internationales oder für zukünftiges internationales Business? Also wir denken, es ist ein Enabler. Es ist sehr gut, dass Deutschland so eine Regulierung hat und sich dem Thema angenommen hat, weil vorher war man vielleicht nicht im irgendwie luftleeren Raum, aber es war natürlich schon, jeder Jurist hat gern Sicherheit, rechtliche, ein Gesetz, das er durchlesen kann und sagt, so ist es jetzt. Nun auch das Gesetz gibt noch Interpretationen für Umsetzung und solche irgendwie mit sich, aber das ist sicherlich ein Enabler. Und ich sag mal, auch die BaFin hat natürlich im weltweiten oder auch im europäischen Raum ein gutes Standing, sodass wenn man irgendwie als Unternehmen sagen kann, okay, eine BaFin hat sich uns angeschaut und findet uns okay, dass wir da agieren dürfen, ist das sicherlich ein Gütesiegel. Und die Hoffnung ist ja, dass Deutschland jetzt, sage ich mal, als größte Volkswirtschaft in Europa, da die Regulierung auch europaweit mitprägt und dieses Thema dann vielleicht auch sich von dort dann weiterentwickeln wird. Also insofern würden wir sagen, definitiv ein Enabler, weil jetzt, wir hören es ja auch aus dem Ausland, ne? Also ich meine, dann ist man irgendwo auf einer Veranstaltung, wo auch viele Amerikaner rumlaufen, die gucken alle ganz neidisch nach Deutschland und Europa, dass sie halt sagen, okay, ihr wisst, wie man es nennt, ne? Und was daran für Rechten und Pflichten hängen und wem man vielleicht am Ende köpfen kann, wenn irgendwie was schiefläuft. Und das ist sicherlich gut. Okay. Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, auch aus der Vergangenheit, die wir beim Open Banking hatten, ob uns das hilft oder ob uns das schadet, wenn wir halt Vorreiter waren. Also da waren wir ja Vorreiter in technologischer Hinsicht, weil wir hatten schon lange Open Banking Standards, bevor das überhaupt gekommen ist. Und letztendlich hat uns aber dieser Vorsprung irgendwann einen Nachteil verpasst, weil wir halt nicht so wildwestmäßig hands-on unterwegs waren, sondern uns immer sehr daran orientiert haben, was halt auch die Aufsicht uns vorgegeben hat. Mhm. Und andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern haben das nicht machen müssen und haben das nicht getan und sind dann technologisch daran vorbeigeflogen. Weißt du, deshalb fragte ich gerade. Deshalb versuche ich immer so ein bisschen so die Balance zu halten, zu sagen so, okay, wo hilft es dir und wo behindert es dich möglich? Oder behindern ist vielleicht sogar der falsche Begriff, aber wo beschäftigt es dich? Oder wo lässt es dich mit 30 Leuten, die ihr seid, sehr stark mit dem Thema Regulatorik beschäftigen und du könntest möglicherweise sonst Markt machen, weißt du, oder Technik weiter aufbauen? Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steckte. Absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht, André. Da muss man schon aufpassen, dass sich das ein bisschen die Waage hält und nicht am Ende überreguliert und eben noch mehr Anforderungen und wie du halt sagst, nicht mehr, weil dann ist es irgendwann auch nicht mehr profitabel, weil ich meine, so sehr wir an Visionen und Missionen glauben, ne, und da ja auch ein gewisses Ziel verfolgen, am Ende des Tages müssen wir schon auch Geld verdienen, weil ja, das muss am Ende des Tages ja doch auch irgendwie jeder. Guter Übergang, danke für die Brücke. Ihr habt ja eine Finanzierungsrunde Anfang des Jahres gemacht und wer glaubt dann an die Vision und an die Mission von euch und wen habt ihr überzeugen können? Also vielleicht gibt es uns noch einen kleinen Einblick in euren Cap-Table, wenn du darüber sprechen kannst, also wen habt ihr gewinnen können? Ja, also ich meine, wir haben ja zum Glück, aber ein paar Dinge haben wir ja, sind ja auch publicly announced, ne? Also deswegen muss ich da jetzt nicht zu sehr in die
Schatzkiste gucken oder wie ich es nennen soll. Genau, wir hatten ein ganz schönes Jahr dieses Jahr, dass wir die Fundingrunde abschließen konnten. In zwei Kapitalerhöhungen haben wir das gemacht. Und ich sag mal, der prominenteste jetzt, sag ich mal, was man ja auch in Deutschland dann kennt und was auch so viel Aufruhr oder Interesse gesorgt hat, ja, war die Helaba. Da sind wir wirklich sehr froh drüber, weil auch, ja, es einfach zeigt, dass ein traditioneller Player an diese Technologie glaubt und das mit einem Unternehmen wie Cashlink ja dann auch da rein investiert und mit denen vorantreiben will. Insofern, das ist sicherlich die schönste Nachricht mit gewesen. Aber auch andere, mit denen wir Anfang des Jahres schon den ersten Teil der Kapitalerhöhung vorgenommen haben, sind super gute Mitinvestoren. Und da war der Lead-Investor damals TX aus der Schweiz, die ich tatsächlich von meinen Neon-Zeiten auch schon kannte. Insofern war das dann auch ein Wiedersehen mit bekannten Personen und dann noch ja zwei, drei kleinere, die aber auch, ich sag mal, vom Land Hessen irgendwie und der Bundesrepublik damit unterstützt sind. Sodass es, sage ich mal, alles namhafte Investoren sind, die wir da jetzt haben. Und habt ihr eine klassische Kapitalrunde gemacht oder habt ihr das in irgendeiner Art Weise tokenisiert? Damit eine klassische Kapitalerhöhung gemacht. Aber muss man wir nicht. Sind ja noch kein, also die E-Aktie gibt es ja noch nicht. Muss man dann nicht ein Eat Your Own Dog Food Spiel spielen? Muss man dann nicht irgendwie anders das Ganze spielen? Ja, also vielleicht beim nächsten Mal, André. Aber nein, der Teil ist jetzt noch traditionell gelaufen. GmbH-Anteile kann man auch noch nicht tokenisieren. Ja. Wir sind GmbH, insofern das geht noch nicht. Nee, und ICO will man irgendwie auch nicht mehr, ne? Nein, ICO ist vorbei. Das war, sage ich mal, 2017 habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Blockchain beschäftigt. 2017, 18, damals, als ich bei KPMG raus bin und dann bei Neon rein bin. Und da war mir das noch zu Wild West. Und das war ja wirklich die ICO-Super-Boom-Blase oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also nein, definitiv nicht. Teilweise Scam. Ja. Name it like it, wie es war. Ja. Dorette, was haben wir bisher vergessen? Also du hast uns erzählt, wo du herkommst. Also dass du sozusagen so ein bisschen zwischen den Grenzen wanderst. Nicht nur örtlich zwischen Zürich und Frankfurt, sondern halt auch zwischen Konzern oder beziehungsweise klassischem Unternehmen und der Fintech-Welt. Hast ein bisschen erzählt von euch, was ihr tut, wo ihr herkommt. Peer-to-peer, sehr technisch orientiert, jetzt mittlerweile halt in ein reguliertes Blockchain-DLT-basiertes Unternehmen eingewandert. Ihr habt Funding-Runde gemacht. Wo wollt ihr hin? Also vom alternativen Kapitalmarkt oder vom, ja doch, alternativen, auch in den klassischen Kapitalmarkt rein, seit Infrastruktur monetarisiert über Software as a Service, aber halt auch ein Stück weit der Hebel AUM oder jedenfalls das Volumen, was darüber emittiert wird oder dann möglicherweise irgendwann auch gehandelt wird. Ihr macht auch ein paar Frontends, ihr seid aber kein Marktplatz, ne, sondern Marktplätze müsst schon andere zur Verfügung stellen. Momentan macht ihr relativ viele Proof of Concepts und eure Kunden sind vor allen Dingen Emittenten von Wertpapieren, richtig verstanden, ne? Wettbewerber sind Investmentplattformen und Emittenten. Ja, genau. Ja, okay. Und Wettbewerb sind aus der klassischen Welt der Monopolist, also die Clearstream und in der jetzigen neuen Welt teilweise Softwareunternehmen, teilweise auch Banken, wobei Banken halt momentan noch nicht so richtig Wettbewerb sind, sondern eher so wahrscheinlich was Ähnliches bei den Teilen machen, aber möglicherweise weniger die Technik, sondern eher das Wertpapierregister möglicherweise führen. Was haben wir noch vergessen? Ich versuchte gerade so einen kleinen Recap zu machen, was bei mir hängen geblieben ist. Ja. Ja, hast du super zusammengefasst. Wahrscheinlich hast du mitgeschrieben. Nee. nein, absolut. Ja, ich glaube, also vergessen haben wir, glaube ich, nicht viel oder also gar nichts. Die Frage ist wahrscheinlich einfach so, wo geht's hin? Ne? Also Personen könnten sich noch die Frage stellen, was ist mit Zweitmarkt? Wie wird bezahlt? Ne? Also wir hatten ja in unserem kurzen Spiel schon, ne? Stablecoin versus CBDC. Das sind sicherlich Entwicklungen, von denen wir glauben, dass sie jetzt 24, 25 doch auch nochmal prägend sein werden und wichtig für die weitere Entwicklung. Aber ich sag mal, zu jedem dieser Themen kann man ja nochmal einen eigenen Podcast auch machen, beziehungsweise das Thema ja auch Stablecoin oder Payment-Lösungen für in diesem Bereich hatten wir ja auch auf unserem Panel. Ja, Money on Chain ist, glaube ich, schon echt ein Thema, ja, was wahrscheinlich 24, 25 irgendwie echt werdet ihr brauchen. Ne? Also wahrscheinlich wirst du es heute mal ganz gut über Trigger und in irgendwelche Bridges irgendwie hinbekommen. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Thema, was ihr nicht bauen werdet wahrscheinlich, sondern einfach auch nur als Infrastruktur von irgendwem beziehen wollen werdet, ne? Richtig, also das möchten wir nicht bauen. Ich meine, man kann nicht auf zu viele Pferde setzen und das also macht auch keinen Sinn, ne? Wir sind einfach im Wertpapierbereich und da der Provider, das ist Fokus, ne? Auch ganz wichtig. Da hoffen wir, dass es akzeptierte oder bald schnell akzeptierte Stablecoin-Lösungen gibt. Da ist dann du auch die Frage, ne? Du brauchst ein Settlement-Asset, ne? Und Settlement-Asset ist einfach, also einfach auch um in die Realtime-Welt reinzukommen, ne? Und es so friktionslos wie möglich
wahrscheinlich machen zu können. Ne? Ja, genau. Also um die Potenziale, die diese Technologie halt mit sich bringen, auch komplett ausschöpfen zu können. Ne? Also man redet über Delivery versus Payment, atomare Swaps und diese Geschichten. Und das funktioniert halt noch nicht, solange man immer noch in die alte Fiat-Welt, wie sie ja genannt wird, immer noch switchen muss. Damit deckt man dann auch zukünftig ganz viele Risiken ab oder schaltet sie aus, die es jetzt gibt. Ne? Also ein Ausfall von der Gegenpartei und ne, was es nicht alles gibt. Also insofern super wichtig für den Markt. Und wir werden das nicht selber entwickeln, aber wir hoffen auf gute Entwicklungen in dem Jahr. Dann wird das angeschlossen, nennen wir es mal so. Ich kann ja einen kleinen Link zu unseren Kollegen in der DWS machen. Du hast ja mitbekommen, da beschäftigen wir uns ja auch ein bisschen mit. Ja, genau. Also, versuchen wir ja in der Tat auch ein bisschen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um genau das, was du gerade beschrieben hast, also ein Settlement-Asset zur Verfügung zu stellen, das ja einfach zu lösen, ne? Also Money on Chain zu bringen. Ja. Solange die Zentralbanken das halt nicht in der Art und Weise tun, wie es, glaube ich, auch teilweise ihr und andere Infrastrukturprovider brauchen, wirst du wahrscheinlich Stablecoins oder andere Arten von Money on Chain irgendwie benötigen. Ne? Ja. Sonst noch ein Aufruf von deiner Seite? Also Geld habt ihr gerade, also Investoren brauchst du nicht. Mitarbeiter? Also gibt es irgendwas, wen du jetzt hier noch so erreichen möchtest, der sich bei dir melden soll? Also grundsätzlich darf sich jeder bei uns melden, weil wir glauben, dass, ich sag mal, jede Art von Kennenlernen oder Beziehung eine fruchtvolle sein kann, ob aktuell oder in der Zukunft. Ich glaube, ganz interessant könnte vielleicht die Costa-Study sein, die wir jetzt gerade herausgebracht haben, ne, wenn man sich nochmal damit beschäftigen möchte, das Potenzial, das irgendwie die Technologie und die Tokenisierung mit sich bringt. Und dann zum Beispiel auch gerne jederzeit zu dem Thema austauschen. Also insofern, ich glaube, Aufruf vor allem an den Markt, es auszuprobieren und zu tun und sich mit dem Thema Kryptowertpapiere auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist vor allem der Aufruf, den ich gerne hier starten möchte und was, glaube ich, immer gut ist, dass sich jeder damit mal auseinandersetzt. Also es ist nämlich schon lustig, ne? Ihr seid wirklich echt eine Brücke, ne? Zwischen dem traditionellen und dem klassischen Markt, ne? Also einfach das Wort Krypto-Wertpapier allein schon in den Mund zu nehmen, ist ja schon etwas, was gleichzeitig schon fast sofort eine Brücke ist, ne? Total. Also ich meine, ich weiß auch nicht, ob der Gesetzgeber mit diesem Wort allen einen Gefallen getan hat, die Google SEO sehr nutzen, weil Google halt einfach alles, was Krypto ist, eigentlich per se schon mal blockt, ja, bei den Ads. Also deswegen ist das. Dann muss es schon mal Deutsch schreiben. Das Krypto mit K hilft vielleicht sogar schon. Ja, genau. Also und wir kommen ja, also es ist auch, ich sag nur, wie du sagst, es ist genau diese Brücke, weil ich sag mal, unter dem Thema Krypto verstehen viele Leute halt was ganz anderes als das, was wir tun und was der Markt erreichen möchte oder wo der Markt sich hinentwickeln will. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Krypto ist nicht das, was wir tun. Und auch wenn, ich sag mal, vielleicht sogar in meiner Familie oder in meinem direkten Freundeskreis, ne, also die Leute sagen, ich verstehe nicht, was die Dorette macht. Ich glaube, die handelt mit Krypto. Nee, die handelt mit Bitcoin. So, das ist es. Weil es ist einfach, Krypto ist so alles eins und dann ist es immer auch gleich der Bitcoin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Ja, fast ein gutes Schlusswort oder nicht nur fast, sondern ein gutes Schlusswort. Also das heißt, ihr seid Brückenbauer und ihr seid nicht die Crypto-Bros, die irgendwie irgendwelche Coins hochjagen, sondern ihr versucht halt die Brücke zu bauen und eigentlich die Effizienzen, die halt in der neuen Technologie drin stecken, in den bestehenden Markt reinzubringen. Ne? Also dafür drücke ich euch die Daumen und toll, was ihr bisher schon geleistet habt. Vielen Dank dafür, dass du dir das zweite Mal Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass uns jetzt die Tonspur nicht wieder verlässt, aber es sieht gut aus und wünsche dir, deiner Familie, schöne Weihnachtszeit und genieß die ruhigeren, hoffentlich freien Tage. Danke, André, das wünsche ich dir auch. Nochmal kurz vor Weihnachten, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ciao.